und herzlich willkommen zu unserem Gut Delta Podcast. Wir sind heute hier zu Gast in Mannheim beim Fest van Kleef und werden gleich auf den Frontsänger von Tomte treffen. Ich würde sagen, auf geht's. Ja, Thees, erstmal herzlich willkommen in Mannheim. Wart ihr schon mal hier oder ist das erste Mal? Nee, wir waren schon häufiger in Mannheim. Ihr müsst uns jetzt ganz kurz aufklären, was ihr mit Astrid Lindgren am Hut habt oder wer von euch Astrid Lindgren-Fan ist. Oder anders gefragt, was ein guter Hausgeist, der nachts auf Tiere aufpasst und auf Kinder mit Tomte zu tun hat. Ach, ehrlich gesagt habe ich den Namen mehr ausgedacht, als ich 18 war. Ist mir natürlich auch bewusst, dass es nicht das Allercoolste ist, sich nach einem Kinderbuch zu benennen. Aber damals Das ist gut. Ich finde es sympathisch. Sehr gut, das freut mich dann doch. Nee, das war halt damals so die Zeit, wo halt alle Bands sich irgendwas möglichst Martialisches oder Blutrünstiges ausgedacht haben. Und irgendwie habe ich halt immer so einen Reflex in mir, wenn irgendwie ziemlich viele was machen, dann denke ich in die andere Richtung. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, nach einem Kinderbuch benannt. Das fanden wir damals so ganz knuddelig und ganz, ganz gut anti. Und so verfolgt mich der Name halt seitdem. Habe die Band nie aufgelöst, habe das immer weitergemacht. Und deswegen heißen wir immer noch so. Ketka definiert ihre Musik selber als Pop. Ja, jetzt, jetzt ein Sprung. Ich weiß schon. als Pop. Also du hörst den Begriff nicht so gerne im Zusammenhang mit euch. Wie würdest du den typischen Tomte-Sound beschreiben? Ich sag Rock, weil ich bei Rock immer dieses, verbinde ich schon was mit, ich habe was zu sagen, ich möchte euch das mitteilen. Wir sind normale Typen, wir benutzen Gitarren, hier ist keine, also ich verbinde mit Rocker wirklich so dieses Normale, quasi aus diesem Normalen heraus Kunst zu schaffen. Manche Leute werden Straßenbauer, manche Leute haben halt irgendwas in sich, dass sie Kunst machen oder irgendwas, das Bedürfnis haben, was in die Welt zu tragen. Deswegen sage ich, dass ich Rockmusik mache. Was wollt ihr in die Welt tragen? Will in die Welt tragen, dass alle Leute, die ich zum Beispiel auch vielleicht als normal umschreiben würde, ich dachte, das wird so ein Lager. Ich habe ihn. Entschuldigung, dass man mal 3 Minuten nachdenken muss über eine Frage, ihr in eurer kalten, schnellen Medienwelt. Ihr seid es gar nicht mehr gewohnt, dass jemand nachdenkt. So. Wir haben doch keine Zeit. Warum haben wir keine Zeit? Ihr habt doch keine Zeit. Ich habe stundenlang Zeit. Ja, dann denk nach. Ich kann die auch zum Schluss nochmal stellen. So machen wir es. Ich beantworte deine anderen Fragen und habe das so in meinem geteilten Hirn auf der anderen Seite. Ich habe schon den Anfang der Frage. Ja, ich schon, ja. Gut, okay, so machen wir es. Ihr wurdet 2002, also erinnern wir uns jetzt mal 6 Jahre zurück, auf der Bühne noch ausgebuht. Das gibt es heute nicht mehr. Ja. Was hat sich seitdem geändert, deiner Meinung nach? Ich glaube, man spielt einfach so lange, dass die Leute sich sagen, oh Mann, ey, die spielen immer noch, obwohl wir geboot haben, dann können wir die jetzt auch gut finden und klatschen einfach. So ist das ein bisschen, weiß nicht, ich meine, früher war das vielleicht charmant und toll und Herz auf der Zunge und aussieht mit Gebrüll und sowas. Und das ist es halt heute immer noch, aber man entwickelt, ich meine, wenn man 6 Jahre lang Gitarre spielt, wird dabei irgendwas rauskommen. Wenn da halt überhaupt nichts bei rauskommt, ist halt scheiße. So, aber das ist halt einfach so, wir sind halt inzwischen einfach eine richtig extrem gute Band geworden, wo das halt nicht irgendwie um technische Fähigkeiten geht, sondern dass man irgendwie sich überlegt, so soll sich der Song anhören. Das können wir halt total adäquat umsetzen, sodass halt da 5 Leute im Proberaum stehen und sich einfach einen Sack abfreuen, wie schön das ist, dass, wie die Musik gerade klingt. Das war Eigenlob. Ist ja okay. Nee, das war Arroganz. Buchstaben über der Stadt war euer bisher größtes kommerzielles oder bisher größter kommerzieller Erfolg. Im Oktober jetzt erscheint euer neues Album. Steht ihr unter Erfolgsdruck, nachdem so eine Euphorie um euch war? Also erstmal muss man, oder mache ich zumindest so, und würde ich auch jedem anderen empfehlen, wieder Arroganz, ich mache alles. Ungefähr einmal im Jahr komme ich in so eine automatische Selbstcheckzeit. Was du machst, ist das noch gut? Bringt dir das noch Spaß? Bist du noch mit einem vollen Herzen dabei? Macht das Sinn? Hast du den Leuten noch was mitzuteilen? Hast du dir selber noch was mitzuteilen? Und wenn die alle abgehakt werden in der Excel-Tabelle meines Lebens, dann ist das total gut, das noch weiterzumachen.
Erfolgsdruck habe ich relativ wenig, weil ich neulich zum Beispiel ein Konzert gespielt habe alleine, wo ich echt ganz schön viel Geld für bekommen habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich halt auf der Bühne kein einziges Mal an das Geld gedacht habe. Aber als ich die Treppe runtergegangen bin, habe ich wieder an das Geld gedacht und da habe ich mich gefreut, dass ich halt an das Geld gedacht habe, aber nicht, als ich die Kunst gemacht habe. Das fand ich gut, auch ein gutes Zeichen für mich sozusagen. Und es ist einfach nur, ja, aber das ist so Künstlergewäsche. Also wir sind halt, wir freuen uns so sehr über die Platte, wie das geworden ist, wie viel Spaß das gemacht hat, aufzunehmen und wie wir sehr, darf ich sogar ein bisschen spirituell sind, wie wir gerade da sind, wie wir uns gerade fühlen. Und da hofft man natürlich einfach, dass man die Leute nicht verliert, die das früher gut fanden. Das ist mehr so, dass man das einfach dann auch mit vielen Leuten teilen möchte. Plus Erfolg ist natürlich wahnsinnig geil und das ist schade, wenn das weg ist. Ihr spielt seit Anfang des Jahres in der neuen Besetzung. Schlägt sich das aufs Album nieder? Wird es eine Änderung geben? Gibt es Tomte jetzt mal auf Englisch? Ja, jetzt hätte ich was genommen. Nein, nein, jetzt ist er schon, da habe ich zu viel drin rumgewerkelt auch schon. Also man hört das auf jeden Fall. Also die, wir haben das halt zum Beispiel die Platte live eingespielt, das haben wir noch nie gemacht. Also fünf verschwitzte Leute im Proberaum, oder nicht im Proberaum, sondern im Aufnahmestudio. Das hört man schon am Sound. So, weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber es klingt halt dann wärmer und präsenter und vielleicht auch nicht mehr ganz so... Ich nutze jede Frequenz im Spektrum, die es da gibt, zwischen 4 und 20 Milliarden Gigahertz. Ich werde erschlagen, sowas einen dann ja auch irgendwann ein bisschen numb macht. So, sondern es ist eine schöne Platte geworden und man hört es am Sound einfach so. Also es ist wirklich schon einfach auch eine Tomte-Platte und was anderes kann ich auch gar nicht komponieren. Aber ich glaube, so der geneigte Fan hört dann so, ach ja, stimmt, so ist das. Früher wäre das vielleicht so geklungen. Zum Fest Van Cleef, was heute noch stattfindet. Es ist organisiert oder eine jährliche Tour organisiert von eurem eigenen Label, Grand Hotel Van Cleef. Wer ist auf die Idee gekommen? Markus Wiebusch, Kettgesänger. Weißt du, was wir machen? Da gehen wir zusammen auf Tour. Schön, ganz viele Männer zusammen in einem Bus, 3 Tage lang unterwegs. Eine Frau ist dabei, Anna Harbort aus Köln. Derben Respekt. Maximum Global. Derben Respekt in dem, ja. Zu meiner Frage erst zurück. Hast du dir deine Antwort überlegt? Was wollen wir in die Welt tragen? Ja. Mein Freund John K. Sampson von den Weaker Thans hatte mal ein T-Shirt an, Rock'n'Roll Never Forgets. Und was wir in die Welt tragen wollen, ist, glaube ich, dass es da draußen Heilung gibt und dass da immer jemand ist, der zuhört bei den Sorgen, die du hast. Und vielleicht ist es manchmal eine Band. Das war da ein schöner Schlusssatz. Ne? Jetzt machen wir Kaffee-Time hier. Und ja, Kaffee-Time. Ja, euch ein schönes Konzert. Danke, danke. Vielen Dank. Wir werden zuhören. Alles klar. Und alles Liebe und Gute. Danke. Tschüss. Das war ein schönes Schlusswort.